Name ist Alexandra und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute zeige ich euch die Glossybox von Dezember 2020 und noch ein paar Teile, die ich beim Rossmann gekauft habe, wo es sich nicht lohnt, ein extra Video dafür zu drehen. Und ja, das ist die Glossybox. Die hole ich jetzt erstmal aus der Umverpackung raus. So, das ist die schöne Box. Best Time of the Year. Die sieht richtig schick aus. Sogar mit Glitzer. Finde ich ja richtig toll. Die Box werde ich auf jeden Fall weiterverwenden. Ja, was war da noch bei? Wie immer von HelloFresh, 45 € Gutschein. Dann von Dr. Smile haben wir hier auch einen Rabattcode. Dann von Flaconi auch einen Rabattcode. Und zwar 25% sparen. Und dann noch von Remington für das Welleneisen. 20% sparen. So, jetzt fange ich erstmal an, die Box auszupacken. Also wie gesagt, das Design finde ich richtig schick. Also die Box sieht dieses Jahr jetzt im Dezember richtig toll aus. So, so sieht es aus. Ich bin gespannt. Oh, was ist das? Ein exklusives Angebot. Ja. Gucke ich gleich mal nach. Dann natürlich das Glossy Magazin ist wieder dabei. So, jetzt öffne ich das mal. Und zwar fange ich hiermit an. Das ist ein Händedesinfektionsgel. Ja, okay. Lösung zur Anwendung auf der Haut zur hygienischen Händedesinfektion. 60 ml sind da drin. Ist richtig gut für die Handtasche. Sollte man auch immer mithaben. Ja, ist okay. Ja. So, dann ein zweites Produkt. Und da freue ich mich richtig drüber. Da ich mir sehr gerne die Nägel lackiere, freue ich mich sehr über diesen Nagellack. Und zwar ist das Nail Berry Paris London L-Oxygen. 15 ml. Ja. Sieht so aus. Gefällt mir gut. Werde ich ausprobieren und auf jeden Fall mal meine Nägel damit lackieren. So, das dritte Teil, das kenne ich. Und zwar ist das von Batiste ein Trockenshampoo, Floral und Flirty Blush, 50 ml. Ja. Also bis jetzt hätte ich mir etwas mehr von dieser Glossy Box erwartet, aber naja, vielleicht kommt das ja noch. Da freue ich mich richtig drüber. Und zwar ist das von Grace und Stella ein Spray All Day. Ein Rosenspray. Gefällt mir richtig gut. Der Rosenduft hat es mir momentan angetan. Ja, teste ich gerne aus. Wie viel Milliliter sind da drin? 30 ist eine gute Größe. Ist okay. Die Marke kenne ich jetzt nicht. Aber das heißt ja nichts. So. Dann ist hier noch drin von Nude Sticks ein Gel Color Lip and Cheek Balm. Ist das rot? Ja, sieht so aus. Gefällt mir gut. 2,5 Gramm sind das. Ja. So, dann sind wir schon beim vorletzten Produkt. Und zwar ist das von Barbour. Ein Perfect Glow für Ausstrahlung und Feuchtigkeit. Das sind 7 Ampullen. Ja, werde ich auf jeden Fall austesten, weil ich habe nur Gutes davon gehört. Und das soll auch nicht billig sein. Sieht so aus. So, und dann kommen wir schon zum letzten Teil aus der Box. Das ist von Scherbens. Eine Luxusmaske, die habe ich sogar noch. Golden Glimmer aktiviert die Zellen, verfeinert den Teint. Gold-Champagner-Perlen, Hypoallergen für alle Hauttypen. Ja, sieht so aus. Genau. So, das war es auch schon mit der Box. Also ganz ehrlich, wenn das Best Time of the Year Edition ist, da habe ich mir ein bisschen mehr darunter vorgestellt, weiß ich nicht. Ist meiner Meinung nach jetzt nichts Besonderes. Also worüber ich mich jetzt wirklich freue, ist dieses Rosenspray.
Ja, gut, Händedesinfektion ist in Ordnung, aber weiß ich nicht, in so einer Box habe ich das jetzt nicht unbedingt erwartet. Ja gut, das sind ja halt immer die Überraschungsboxen, ne? Entweder ist man zufrieden oder nicht. Ja, ich bin es diesmal nicht. Naja, muss man halt so hinnehmen. So, und dann habe ich noch einen klitzekleinen Haul vom Rossmann. Da war ich gewesen, weil ich noch ein paar Teile brauchte. Und zwar unter anderem brauchte ich hier von unserem Seifenspender einen Nachfüller, und zwar von Sacrotan habe ich diesmal mitgenommen. Die Duftrichtung Kaschmir und Rosenessenz. Ja, sind wir schon wieder beim Rosenduft. Ja, das brauchten wir. Deswegen habe ich das nochmal mitgenommen. Das hat 2,58 € gekostet. Und bin froh, dass ich diese Duftrichtung bekommen habe. So, dann habe ich noch drei Nagellacke mitgenommen. Und zwar von Rival de Loop. Und zwar ist das einmal die Nummer 09. Die sieht so aus. In meiner App hatte ich eigentlich gesehen, dass da auch 20% auf die Rival de Loop Nagellacke sind. Und ich weiß, ich habe es gesehen, irgendwie nicht richtig aktiviert. Und dann sind mir noch 20% durch die Lappen gegangen. Aber naja, passiert halt. So, der zweite Nagellack ist die Nummer 04. Der sieht so aus. Und der dritte hat die Nummer 10. Die Nagellacke haben jeweils 1,45 € gekostet und ich finde vom Preis her ist das völlig in Ordnung. So, und das letzte Teil, was ich gekauft habe, da hatte ich letztes Mal schon, wo ich da war, überlegt, ob ich mir das holen soll. Und zwar geht es um diese Kerze hier, Cedarwood und Vanilla, Wooden Wick. Die haben so einen Holzdocht. Ich packe das mal eben aus. Das soll wohl richtig schön knistern, wenn die brennen. Und die wollte ich einfach mal testen, weil auch optisch finde ich die richtig schick. Solche ähnlichen soll es wohl auch beim Actionmarkt geben, aber bis jetzt hatte ich kein Glück gehabt. Die waren immer ausverkauft, ja, und jetzt haben die Geschäfte ja eh wieder zu. Dann habe ich sie mir mitgenommen von Rossmann. Gut, die kostet dann etwas mehr. Beim Action kostet die wohl 3 € und die kostet jetzt 6,99 €. Ja gut, aber ich meine, die ist auch größer, aber. Ach, und riecht richtig gut. Ja, ich habe es jetzt einfach mal mitgenommen. Wenn die nichts ist, dann kaufe ich sie halt nicht mehr. Ja, also sieht so aus. Der Docht, ein richtiger schöner Holzdocht. Da bin ich wirklich gespannt. So, dieser Einkauf, der hat mich jetzt 13,74 € gekostet. Mit den 10% auf alles Coupon war ich dann bei 12,37 €. Ja, gut, das war es dann auch schon wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei meinem Unboxing und bei meinem Haul und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal einfach wieder dabei seid. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!